Mein Name ist Hans-Jakob Wagner. Ich arbeite an der Universität Stuttgart am Institute for Computational Design and Construction als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und wir forschen vor allem daran, wie neue Technologien im Holzbau neu eingesetzt werden können. Wir probieren, robotische Fertigung in die Architektur einzubringen, in die Baufertigung einzubringen und hier gänzlich neue Bausysteme und Materialsysteme zu entwickeln. Mein Name ist Matthias Buck. Ich arbeite bei der BEC GmbH. Ich bin dort Geschäftsführer oder CEO. Wir bauen Roboteranlagen oder integrieren Roboter in Anlagen, die sehr komplex sind. Wir sind schon seit vielen Jahren Partner von der Uni Stuttgart und vom ICD. Wir hatten 2014 den Landesgartenschau-Pavillon gemacht in Schwäbisch Gmünd. Das war auch eine segmentierte Holzschale und die ist sehr gut angekommen. Dahingehend hat man dann für die Bundesgartenschau sich sozusagen das nächste Projekt überlegt. Die Schale wird gebaut aus einzelnen Segmenten. Das sind alle Einzelstücke, also es sind angepasst an ihre jeweilige Position in der Schale. Und das wiederum hat einen Anknüpfungspunkt mit der Industrie 4.0, wo sozusagen jede Kassette in unserem Fall, ja, maßgeschneidert für die jeweilige Situation gebaut wird. Die Roboter nehmen Platten, nehmen Balkenbauteile, nehmen wieder Platten, verkleben die miteinander, nageln die ab und besäumen die am Ende. Also da gibt es dann auch noch eine Fräsbearbeitung, die dann ermöglicht, dass alle Module zusammengeschraubt werden können. Im Prinzip ist die große Herausforderung, dass jedes der hier gefertigten Bauteile individuell ist. Die Umsetzung mit dem Roboter ist einerseits durch das Fräsen notwendig, wo wir sehr präzise arbeiten müssen. Also die Kassetten werden schlussendlich gefertigt mit einer Maßtoleranz von unter 0,3 mm. Und des Weiteren ist das Kleben und Applizieren der Kassetten in der automatischen Fertigung wesentlich einfacher. Vor allem haben die Kassetten auch ein Gewicht von bis zu 200 Kilo, was mit Menschen einfach schwer handelbar ist. Aus meiner Sicht sind die Stärken der KUKA-Produkte die Offenheit der Steuerung, die Schnittstellen, die angeboten werden. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, in Echtzeit während des Prozesses zu manipulieren, was uns ermöglicht, individuell fertigen zu können. Die Herausforderung in dem Projekt war, eine automatisierte Fertigungsplattform zu entwickeln und zu konzipieren, die diese Kassetten zuverlässig und wirtschaftlich produzieren kann. Im Prinzip möchten wir bei dem Projekt lernen, wie die Bauindustrie denkt, wie die Holzbauindustrie tickt, um dann aus dem, was wir hier im Projekt lernen, zukünftige Anwendungen erschließen zu können. Wir glauben, dass die Bauindustrie und Holzbauindustrie wenig automatisiert ist, ein hohes Automatisierungspotenzial bietet und man mit solchen Leuchtturmprojekten, wie man hier jetzt hat, sich zukünftige Potenziale erschließen kann. Intelligenz.